Ja, Joel Vermin, 300 Spiele in der National League, 2 Kisten geschossen, 5-3 gewonnen. Könnte nicht besser gehen, oder? Ja, persönlich nicht, aber ich glaube, von der Mannschaft aus hätten wir sicher ein bisschen energischer können starten können, ein bisschen das Spiel geschehen, ein bisschen von Anfang an an uns reissen. Wir haben sicher 20 bis 30 Minuten gebraucht, bis wir in das Spiel kamen und dann endlich der Motor ein bisschen gegangen ist. Ja. Ja, vielleicht hätten wir zuerst die blauen Liebling gemacht müssen, oder? Wie war das? Sehr ungewohnt. Ja, gut, ich habe das Glück gehabt, bei den Tampa Bay Lightnings zu spielen. Von dem her ist mir blau nicht ganz so suspekt. Aber ja, schon am Anfang, als ich gerade darüber gelaufen bin, war es schon ein bisschen komisch, das muss ich zugeben. Es war kritisch mit eurer Leistung, aber Davos hat es auch nicht ganz einfach gemacht. Das war kein typischer Elf-Platzierter heute, oder? Ja, also meine, Davos hat Qualitäten. Sie haben sicher eigentlich in allen Linien haben sie wirklich sehr, junge, sehr gute Spieler, auch sehr junge Spieler, die wirklich hungrig waren und wollen sich beweisen. Und von dem her haben wir eigentlich gewusst, dass sie werden kommen. Ich meine, sie haben sozusagen wirklich nichts mehr zu verlieren. Und ja, wir haben eigentlich wirklich Glück gehabt, dass sie aus diesen Chancen nicht allzu viel machen konnten, sodass es eigentlich relativ ausgeglichen war. Und ja, zum Glück haben wir so ab Spielhälfte haben wir wirklich so ein bisschen Druck machen und dann die Goal können schiessen können, um den Sieg zu holen heute. Gratulieren zum Jubiläum, 2 Goal und 3 Punkte. Herzlichen Dank. Ja.